Anleimer kleben, Platte kalibrieren, Furnier zuschneiden, Furnier zusammensetzen, Furnier pressen, lackieren, schleifen, alles, fast alles werdet ihr in diesem Video sehen, wenn ihr dran bleibt. Servus, das mache ich nochmal begrüßen. So, du solltest etwas näher kommen, es ist kein Mikrofon. Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, heute einzuschalten. Meine Stimme ist etwas eigenartig. Das liegt daran, es wird wieder warm, Corona hat sich verabschiedet und ich darf wieder Musik machen. Jetzt ist natürlich die Stimme anders. Oh, der Tisch rollt mit mir weg. Es wäre sinnvoll, wenn ich die Rollen anziehe. So, jetzt kannst du irgendeinen Blödsinn machen, Alter, mit einer Explosion. Machst du Stimmexplosionen? Ihr werdet eingeblendet sehen, ich war in einer Tischlerei, habe dort Furnier zusammengesetzt, lackiert und so weiter, denn diese Möglichkeiten habe ich hier bei mir nicht. Aber damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, wie das Ganze so verläuft, wie das ausschaut, habe ich das kurz gefilmt. Ich werde hier jetzt zeigen, zuerst werden die Anleimer geleimt. Das habe ich euch in einem separaten Video zusammengestellt. Dann wird die Platte kalibriert. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, wenn ich das vor ein, zwei Wochen in einem Video hatte, wie ich Anleimer klebe. Aufleimer kleben sagt man nicht. Man schneidet die Spanplatte und leimt quasi einen Massivholzstreifen auf die Platte und dann wirkt das, als wenn es ein Massivholzteil wäre. Obwohl einerseits wirkt es dann wieder nicht, wie wenn es ein Massivholzteil wäre, aufgrund dieser unnatürlichen Fläche, die es eigentlich hat. Denn mit Massivholz würde so eine Fläche ja gar nicht möglich sein. Das würde sich ja in alle Himmelsrichtungen drehen. Beim Furnieren ist es möglich. Meins ist es nicht. Es wirkt wie Kunststoff. Durch dieses Lackieren schaut das wirklich zu perfekt aus. Hier kann man erkennen, hier habe ich einen Falz ausgenommen. Da wird später die Rückwand hineinkommen. Und beim Lackieren habe ich hier diese Bänder gegeben, damit quasi der Lack nicht in die Lamello Fräsungen hinein kann, sonst würde der Leim ja nicht halten. Das geht etwas schwer herunter, weil es schon vor einem Monat lackiert wurde. Das hätte ich eigentlich schon früher abnehmen sollen. Und hier kann man erkennen, einen kleinen Riss im Furnier, da habe ich nicht aufgepasst beim Furnieren, aber da muss man eben beim Fräsen aufpassen. Ich habe das jetzt so gewählt, dass hier der Falz ist und somit schaut dieses Teil nach unten oder nach oben, somit sieht man das nicht. Also immer etwas die Augen aufmachen, öffnen, hinschauen, damit man Fehler erkennt und dementsprechend die Platten richtet, so dass die Fehler versteckt werden. Wenn man ein Fach macht, dass eher unten die Beschädigung ist. Natürlich wäre es perfekt, es ist keine Beschädigung, aber so wie ich arbeite, ist immer irgendwo eine Beschädigung. Wenn ich jetzt lackiere, kommt eine Biene, setzt sich hinein, dann muss ich sie retten und man hat schon eine Beschädigung. Dann könnte ich natürlich nochmal abschleifen und nochmal lackieren, damit diese Bienenbeschädigung weg ist. Dann habe ich aber wieder dieses komische Gefühl, ich muss das lassen, dass ich in 20 Jahren noch weiß, hier war eine Biene. Das ist etwas eigenartig, aber so bin ich. Jetzt werden wir den Ablauf durchgehen, wie sowas entsteht. So, jetzt kannst du irgendeinen Blödsinn machen, Alter, mit einer Explosion. Machst du Stimmexplosionen? Also, man kauft sich die Furnier. Hier sind nur kleine Abschnitte. Das war bei mir in meinem Fall 37 cm breit und 3 Meter lang. Diese Furnier hat 0,6 mm. Und man, wenn dieser Bund jetzt so ist, stürzt man das immer so auf und dann hat man hier schön gespiegelt, quasi wie wenn man einen Pfosten durchschneidet, hat man gespiegelt das Furnierbild. Das wird dann mit einer Furnierschneidemaschine zusammengenäht, aber zuerst muss man das natürlich stanzen oder schneiden. Man kann es auf der Kreissäge schneiden. Mit einem Stanley-Messer ist es nicht sehr zu empfehlen, da man mit dem Messer eventuell schief kommen kann, dann ist dieser Schnitt nicht genau in 90 Grad. Und dann später, wenn man das schleift, schleift man quasi in das Schräge hinein und die Fuge öffnet sich. Also sie ist nicht dicht beieinander. Also man kann Furnier stanzen, mit der Kreissäge schneiden, mit dem Stanley-Messer oder mit so einer Fügermaschine. Also da läuft ein Kreissägeblatt auf einer Führung und hinterher gibt es noch einen Falzkopf, der das quasi bündig fräst oder eine schöne Kante fräst. Und mit Fügeaggregat sagt man dazu. Ich werde hier kurz einblenden, ein kleines Video, wie ich das geschnitten habe und gefräst habe. Also nicht wegschalten, jetzt kommt es.
So, von hier zuschneiden ist natürlich wichtig. Sonst werden die Turnier zu groß. Und da gibt es eine eigene Turnier-Zuschneidemaschine. Die habe ich mir angerissen, wo das genau geschnitten wird. Jetzt fahre ich mit dem Druckbalken nach unten. Kreissäge. Ich hoffe, ihr konntet was erkennen. Also dieser Stempel drückt zusammen, also diese Presse quasi, diese zwei Teile. Man kann unten und oben eine Faserplatte beilegen, wenn man nur ein Kreissägeblatt hat, damit es nicht ausreißt. In diesem Fall war ein Fügeraggregat dabei und ich konnte das mit dem Falzkopf quasi schön fräsen und dann ist diese Kante wunderschön. Dann ist der nächste Schritt, das Ganze wird zusammengesetzt. Es gibt so spezielle Klebebänder. Diese macht man auf einem Schwamm nass und kann das dann raufkleben und kann die Furnier so zusammensetzen. Und das kann man entweder mit einem nassen Fetzen wieder abnehmen oder man schleift es weg. Man wird später beim Lackieren keine Rückstände sehen. Wenn man das mit einem normalen Klebeband zusammensetzt, kann es sein, dass nach dem Lackieren Klebstoffreste sichtbar werden und das ist dann ein Fehler. Das ist nicht gut. Daher habe ich das mit einer Furnier Nähmaschine quasi zusammengesetzt. Diese Maschine macht so einen Faden und der Faden wird dann in den Leim gelegt. Quasi der Faden ist später die Seite, die man nicht sieht. Und man soll dann nicht so dünn die Furnier schleifen, dass der Faden wieder sichtbar wird, denn dann sieht man auch die Spanplatte oder die Tischlerplatte oder MDF-Platte. Also in diesem Video, das ich euch jetzt einblende, werdet ihr sehen, wie ich die Maschine benutze, mit der ich die Furnier zusammensetze, eine Furnier-Nähmaschine. Ich könnte, glaube ich, auch Jeanshosen nähen mit dieser Maschine. Man stürzt die Furnier, wenn man eine gestürzte haben will. Wenn man keine gestürzte Furnier haben will, dann nicht stürzen. Dann sehr unbeholfen. Dann hier ist wichtig, unten aufs Gaspedal zu steigen, also das ist eigentlich fast wie eine Bremse hier zu sehen, also nicht wie beim Auto, das Gas, hier wird erst das Gas gegeben, wenn ich weggehe, jetzt gebt Acht und die Furnier ist zusammengesetzt. Warte, ich drehe sie kurz um, dass man das besser sehen kann. Perfekt. Und der nächste Schritt ist Leimauftrag und in die Presse. So schnell kann es gehen. Und wenn die Furnier dann zusammengesetzt ist, muss die Platte, auf die das Furnier raufkommt, kalibriert werden. Das heißt, mit einer Breitbandschleifmaschine ist das natürlich am besten. Da lässt man diese Platten durch, schleift sie alle. Sie haben ca. 19 mm, bevor man sie schleift, dann kommt der Anleimer rauf. Der Anleimer wird bündig gefräst und dann kalibriert man das mit der Schleifmaschine. In meinem Fall waren die Platten danach noch 18 mm stark. Dann wird der Leim aufgetragen mit einer Walze oder mit einer Zahnspachtel. Der Leimauftrag sollte pro Quadratmeter nicht mehr wie 150 Gramm sein, denn sonst kann es Leimdurchschläge geben. Also wenn die Furnier dünn ist und der Leim kommt durch, ist es ein Problem, wenn man dann später beizen will. Nimmt dort, wo der Leim durchgeschlagen ist, das Holz oder der Leim die Beize nicht auf und es sieht dann nicht schön aus. Dann kann noch sein, dass quasi wenn man zu viel Leim hat, dass die Furnier so Würstchen schlägt. Also ein Wiener Würstel denke ich da immer gleich oder Frankfurter. Auf jeden Fall hat das dann so Wölbungen. Also zu viel Leim ist auf jeden Fall nicht gut. Zu wenig natürlich auch nicht. Was passiert, wenn wir zu wenig Leim raufgeben? Die Furnier geht wieder ab. Der Vorteil ist, man kann die Furnier für ein anderes Projekt wieder verwenden, wenn der Leim, eigentlich hält es nicht mehr.
jetzt geht's weiter. Also ihr seht jetzt, wie ich das in die Presse gebe und mit der Presse zusammengehe und das wird drauf gepresst. Viel Spaß. So, und wir sind doch immer nicht fertig. Jetzt ist die Furnier oben. Jetzt muss das bündig gefräst werden. Das macht man ganz normal mit der Oberfräse, mit dem Bündigfräser, wo der Anlaufring bündig mit dem Fräskopf ist. Dann fräst man die Furnier bündig, schleift die Kanten, schneidet genau zu. Die Kante geschliffen aus dem Grund, dass man eine ordentliche Auflagefläche auf der Kreissäge hat. Denn hier schaut ja noch hin und wieder ein wenig Furnier oder Leim vor. Und somit bündig schleifen. Und dann Zuschnitt, genauer Zuschnitt mit einem Furnierblatt, also mit viel Zähne, damit es keinen Ausriss gibt. Ich achte immer darauf, dass ich in den Anleimer hineinschneide, also dass das Kreissägeblatt von hier kommt, bei den Anleimer anfängt und dann hinten austritt. Denn Ausrisse am Anleimer sind nicht sehr schön, das gefällt keinen und hinten ist es relativ egal oder nicht so problematisch. Egal ist überhaupt nichts. Und dann wird die Fläche noch immer nicht geschliffen, es wird erst lamelliert. Denn wenn ich jetzt lamelliere und die Fläche ist fertig lackiert, kann ich die Fläche beschädigen, die Oberfläche. Daher lamellieren, alles kontrollieren, die Lamellofräsungen abkleben, damit kein Lack hinein kann oder auch kein Öl. Und dann geht's ab zum Lackieren. Genau wie beim Leimen, man trägt ca. 150 Gramm Lack pro Auftrag auf. Von diesem Lack, den ich verwendet habe, es war ein Polyurethanlack, das ist mit Härter und Verdünner. Den mischt man zusammen, also man nimmt den Lack, 10% Härter, 10% Verdünnung, rührt das gut ab, haut es in eine Spritze hinein. Also ich fühle mich mit einer Airless sehr wohl, die wirft sehr viel Material aus und man bekommt eine wunderschöne Oberfläche. In dem Video, das ihr jetzt seht, habe ich mit einer Obertopf lackiert. Die ist zwar auch okay, aber bei größeren Flächen problematisch, denn wenn ich jetzt einen Tisch lackiere und ich bin ziemlich am Ende beim Lackieren, ist der vordere Teil schon getrocknet und der Staub, der Nebel, der Sprühnebel sandelt mir quasi, also beschädigt mir die fertige Fläche schon, weil es so schnell trocknet. Und mit einem Airless oder Airmix Lackiersystem kann man wirklich große Mengen auftragen und es geht viel schneller und ich bin am Ende der Platte und der Anfang der Platte ist noch nicht trocken. Schaut einfach jetzt ins Video, Obertopf lackieren. Jetzt ist die Platte lackiert, jetzt gibt es einen Zwischenschliff mit 220er, 240er, keine Ahnung, es ist wahrscheinlich in jeder Region ein anderes Schleifpapier. Auf jeden Fall wird es dann Lack geschliffen und dann kommt der zweite Auftrag hinauf und dann sind wir an diesem Punkt, wo ich jetzt bin. Den Falz hinten habe ich natürlich auch vorm Lackieren gefräst, sonst würde ich ja die Oberfläche erst beschädigen, wenn ich die Platte über die Tischfräse tauche. Also, wie gesagt, alle Bohrungen, Fräsungen so weit wie möglich vorher machen. Und jetzt ist die Platte fertig, jetzt lasst man das trocknen und mit diesem Polyurethanlack und Härter und alles Mögliche, was da hineinkommt, ist das relativ schnell, das ist in 2 Stunden trocken, aber nicht zusammenlegen, denn sonst würde es zusammenkleben. Man lässt es 1, 1,5 Tagen liegen und dann könnte man es zusammenlegen. Ich habe das getan, habe es in meiner Werkstatt zwischengelagert und jetzt finde ich Zeit und werde es verleimen. So, jetzt kannst du irgendeinen Blödsinn machen, Alter, mit Explosion. Machst du Stimmexplosionen? Furnieren wird für die meisten von euch sowieso gar kein Thema sein, weil ihr keine Presse habt, so wie ich. Kleine Teile kann man natürlich mit Zwingen furnieren. Kirsche ist das. Diese Furnier und die Anleimer, also diese Platte. Wenn das jetzt die Furnier ist und das wäre das Paket, das ich bekomme, würde ich es schneiden und fräsen und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier habe ich gespiegelt, das heißt, ich nehme das eine Blatt herunter, lege es so nach drüben, dann würde es noch gereiht geben. Gereiht ist gestürzt. Dieses System ist ein deutsches System, der deutsche Sturz. Und dann gibt es noch das französische gerollt, das wird aneinander gereiht quasi. Ich nehme das Blatt herunter und lege es so und so weiter. Hier habe ich spiegeln müssen, wenn ich so ein breites Blatt gehabt hätte, wäre es nur ein Blatt gewesen. Man kann
verschiedene Furnierbilder erzeugen, Kreuzfugen und so weiter und so fort. Hier kann ich sogar eine Kreuzfuge herzeigen, die habe ich auch testhalber gemacht. Ich habe das hier gespiegelt, diese Teile, hier ist der Stoß. Und dann habe ich 45 Grad mäßig das herausgeschnitten, aber dazu werde ich vielleicht ein anderes Mal ein eigenes Video machen, denn das ist ja ein ganz eigenes Thema wieder mit der Kreuzfuge. Und hier, diese Adern sollten sich alle treffen, ein Übungsprojekt, hier treffen sie sich wunderbar, dann wieder nicht. Das ist quasi die Natur, dass sich nicht alles perfekt trifft, denn der Baum wächst, wie er wächst, und das ist ja das Schöne an der Natur. Auf jeden Fall werden wir diesen Kasten jetzt zusammenleimen und wir werden den Kasten zusammenleimen. Ich traue mir komplett die Sognadel, du verweinst es dann alles. So, was habe ich jetzt alles gesagt? Das.